Recht herzlich willkommen zur 76. Folge von City Skylines. Ja, wir sind da drinne und haben hier oben das Problem letztes Mal versucht in den Griff zu kriegen. Was für mich ein ganz großes Problem ist, das ist hier diese Mülldeponie. Die kriegen wir da gar nicht weg. Irgendwie liegt das daran, dass wir da keine Straße anschließen können. Und das ist ein bisschen nervig, ne? Und ich bin momentan auf dem Trip und sag, wir reißen einfach dieses Stück Straße weg. Und dann können wir da unten eine hinbauen, oder? So, dann baue ich hier die Straße lang. Und siehe da, dann müsste das eigentlich angeschlossen sein, oder? So, das müsste dann hoch, okay. Aber so wie es aussieht, ist es auch noch nicht passiert, oder? Gut, dann bedeutet das, ich mache das nochmal weg. Und produziere nochmal die Straße dahin. Das würde bedeuten, nee, das ist das Richtige. Ich müsste jetzt hier einen kleinen Sprung genau da machen. Warte, da war er. Da ist er. Und da ist er auch. Und jetzt ist der Anschluss da. So, jetzt kann ich hier dran. Und die ist voll und ich muss sie entleeren. Ne? Die Beute leert sich. So, jetzt muss ich warten, bis das weg ist. Dann kann ich es verschieben und dann geht's weiter. So, jetzt ist noch die Überlegung halt, die Autobahn dort. War das die? Ich glaube, es war die, oder? Erneut versuchen zu bauen. Das würde aber nicht gehen. Ja, Höhe passt schon mal, ne? So, dann sagt er mir, die Straße da ist im Weg. Und ja, es geht nirgendwo, ne? Das heißt, es muss im Endeffekt warten, oder? Andere, warte mal, da war irgendwo was. Da ist was blau gewesen. Doch jetzt nicht. Die Straße ist verbunden und funktioniert. Tatsächlich. Ich glaube, es geht. Ja, sieht wohl so aus, ne? Gut, dann ist das erstmal erledigt. Ja, müssen wir vielleicht nachher nochmal abreißen und umbauen, aber jetzt ist es erstmal okay. Das weg. So, dann ist das ja immer noch ein Problem, dass wir hier mit der Straße weiter müssen, aber das sollte mit der Zeit ja besser werden. Gucken wir mal gerade, wie die Prognosen der Straßen hier überhaupt sind. Super schlecht. Okay, die Müllabfuhr wird da jetzt ihren Teil tun. Da haben wir schon mal zurückgeschoben, das ging. Oder wie sehe ich das? Oder war das nur... Ne, das war schon vorhanden wahrscheinlich. So, voll noch. Leert sich. 6% voll. Okay, das ist gleich bald leer. Und das ist 87% voll. Und 83. Okay, die sind alle was machen. Am tun. Verschoben hat man nach hier. Räumung beendet. Dann macht die mal so weit klar, dass das erstmal geht. Gut. So, mal einfach in unsere Sicht zurück. Warum habe ich jetzt hier diese Markierung? Mach mal aus.
Was sagen mir diese Zeichen hier, hm? Sie sagt mir jetzt gar nichts irgendwie. Hä? Was heißt das? Verwirrt. Ein Kind ist verwirrt. Okay, warum ist dieses Kind verwirrt? Das ist die Frage. Ach, das ist nicht verwirrt. Ich sehe schon, da fehlt die Bushaltestelle, oder was? Da war mal eine Bushaltestelle, kann das sein? Ja, das könnte sein. Das hat was mit der Bushaltestelle zu tun, ne? Ja. Gut. Ja, wir haben da auch die Busspuren hier, ne? So, jetzt nochmal hier hin. Und dahin. Das kann weg. Geht weg, ja doch, geht jetzt weg. Der. Weg. Trifft das nicht hier. Den kriege ich nicht weg. Und den kriege ich auch nicht weg. Keine Ahnung, wieso ich den Bus nicht wegkriege. Sind zwei Haltestellen, da ist auch noch einer. Okay, geht auch nicht weg. Hm. Also der fährt da irgendwo lang. Schon komisch aus, ne? Irgendwie gibt es da ein kleines Problem mit den Bushaltestellen. Hm. Ich den da wegnehme, hm? Ich nehme die Haltestelle weggenommen. Da ist auch noch eine, die nehme ich auch mal. Ich nehme die mal gerade weg, einfach aus dem Grunde. Damit ich das irgendwie hinkriege, die wieder zu ziehen nachher, ne? Hm. Das ist auch eine Buslinie, die überall lang fährt, oder wie sehe ich das? Fährt wirklich überall lang. Ist hier irgendwo auch noch eine Haltestelle? Ich sehe keine gerade. Da ist einer. Da ist auch einer. Weg. Weg. Da ist einer. Weg. Da ist auch eine weg. Da ist eine weg. Ah, da ist. Nee, oder? Doch, da ist er. Da oben ist eine. Komm, Haltestelle weg. So, weg. 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 Da ist ein anderer Bus hier unten. Hier muss irgendwo noch eine Haltestelle sein. Oder?
Da ist sie. So, und jetzt? Hier ist auch noch was. Die können sowieso nicht angefahren werden wollen und die beiden auch nicht. Weg also damit. Hier sind dann noch Bushaltestellen. Irgendwo ja, da. Interessant, die weg. Und da sind noch zwei und die haben kein Ende. Die kriege ich aber nicht weg, oder was? Ah, dann würde ich eine neue Linie machen. Das ist schon mal was Gutes. Die kriege ich nicht weg. Weg. Ja, die sind jetzt erst alle am Rumheulen. Das ist aber erstmal egal. Und die sind ja alle gerade kaputt, ne? Die ist auch weg. Jetzt haben wir hier noch so eine Gebilde. Und die kriege ich nicht weg, oder? Ja, weiß ich nicht. Oh, das ist ja eine interessante Bushaltestelle hier. Müssen wir mal gucken, dass wir die noch wegmachen. Okay, das ist jetzt irgendwo eine Linie, die wer weiß wohin geht, ne? Die müssen wir wieder alle neu ziehen. Kriegen wir schon noch hin. Ist da irgendwo eine Haltestelle? Ne. Da ist eine. Die müssen wir neu stecken. Okay. Obwohl wir hier erstmal fahren lassen können. Das ist ja jetzt hier. Das Problem war ja nur hier. Mit der Bushaltestelle. Und die ist immer noch eine hier, ne? Keine Ahnung. Die sitzt da auf der Kreuzung, dass es ganz schlecht ist. So, aber da gucken wir jetzt nicht weiter hinterher erstmal gerade. Da gucken wir dann hier. Und da ist noch 80% voll. Das dauert also noch ewig. Da auch. Aber die fast 1%. Und die ist noch 84% voll. Das Gebäude leert sich, okay. So. Hier wäre es ja eigentlich schön, eine Kreuzung zu haben, die so funktioniert, ne? Die da noch hinbauen? Gute Frage, ne? Hier ist jetzt voll dunkel. Was macht denn hier unsere Einbahnstraße nochmal? Die ist auch schon dicht. Jetzt sieht sie nach hier hin jetzt zwar besser, aber im Endeffekt schlecht. Das liegt daran, dass das hier wahrscheinlich eine Durchgangsstraße ist, ne? Oh Mann. Hier ist es auch rot. Da ist es auch rot. Zu viele Kreuzungen nacheinander, ne? Müsste man eigentlich einfach eine nur wegnehmen, ne? Die in der Mitte. Die weg und die weg. Machen wir einen Bagger an, oder?
Achso, die können ja von da jetzt befahren werden, ne? Gucken wir gerade noch, ob wir das hinkriegen. Das sind Feldwege gewesen, ne? Lass mal so, oder? Gibt's die noch, die Feldwege? Ich glaube, die gibt's gar nicht mehr, oder? Doch, da. Aber gucken, ob sich das hier verbessert in dem Sinne, ne? Eigentlich wäre da der Verkehrsfluss ja gegeben, ne? Und das hier auch noch wegnehmen. Dann gibt es da ja keine Kreuzung. Dann müsste es ja eigentlich besser durchfahren, oder? Hier ist nur eine Sackgasse. Anfahrt in die Geschichten ist da. Gucken, ob sich da was bessert. Sollte aber eigentlich. Hier ist auch wieder rot. Ja, Verkehr ist ein Chaos, ne? Ja, das leert sich ja ganz, ganz langsam, ne? Da geht's gar nicht voran. Ja, die fahren jetzt hier lang und dann irgendwie da lang. Wäre aber eigentlich besser, hier lang zu fahren. Dafür müssten wir dieses Eckchen hier freimachen, um diese eine Kreuzung zu setzen. Wie groß ist denn diese Kreuzung? Ich kann die Karte drehen, aber wie kann ich jetzt das Ding drehen, ne? Dass man wüsste. Das ist nicht. Ja. Der dreht sich dann nicht. Wie kriege ich bitte schön dieses Teil gedreht? Also er dreht sich von alleine, aber das will ich ja gar nicht. Wenn ich jetzt hier irgendwo auf Freifläche gehe, dann muss ich das doch drehen können. Nein, jetzt hat er das da auch noch hingebaut. Millionen kostet das wahrscheinlich, das zu bauen. Super. Naja, so viel Geld haben wir ja über. Ich kann mit der mittleren Maus das so schön alles bewegen. Haha, einfach die rechte Maustaste, dann kannst du es drehen. Auch schön, ne? So, das heißt, ich muss das mal hier hinbauen. Dafür muss einiges noch weg. Und das mache ich auch weg. Muss irgendwie da die Straße kriegen. Ja, das bedeutet, ich nehme einfach hier mal ein paar Straßen weg, ne? Machen wir mal das an. Das. So. Das kann ich ja schon mal abbauen. Diese Straße kann ich auch wegnehmen. Da ist ein Stück. So.
Die lassen wir da gerade sitzen. Jetzt werden ja hier die Häuser weniger. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich diese Bushaltestelle noch auflöse. Die ist schon weg. Gut. So, die Industrien sollten jetzt auch langsam verschwinden. Was ist das denn hier? Taxi? Taxidepot. Guck mal an, das ist neu. Das ist mit dem After Dark dann gekommen. Und hier mit dem Busspuren ist ja auch interessant, ne? So, der müsste jetzt dorthin. Dafür muss aber noch was weg. Auf jeden Fall da rechts muss noch Straße weg. So, das ist schon weg. Ja, und dann haben wir da diese Hauptstraße da noch, ne? Diese hier. Jetzt haben wir mal den her. So müsste es sein in dem Sinne. Würde sich dann ergeben vielleicht. Ja, reißen wir noch was weg. Nochmal bitte den Straßenansicht. Ja, ich glaube, da muss noch mehr weg. Das müsste noch weg. Das nehmen wir auch noch weg. Und da haben wir noch was ganz Schwieriges, ne? Kleiner Spielplatz. Okay, einen Spielplatz können wir verschieben. Das ist ja erstmal nicht so wild. Geht erstmal dahin. Gut. So. Und den kleinen Spielplatz sind wir jetzt los. Achso, nee, da waren wir falsch. Da wollen wir hin. Den wollen wir bauen. So. Da wird er ein bisschen nach links müssen. Würde der irgendwann da mal hinpassen? Nur wenn der Müll da weg ist, ne? So würde es von dem gehen, von dem gehen. Das heißt, die Mülldeponie muss weg und... wenn der da nicht immer hin und her zappeln würde, ne? Ich glaube, so könnte es funktionieren dann. Da muss noch was weg, also. Ja. Weiß gar nicht, ob diese Straße jetzt nur eine Anbindung irgendwo hin hat. Ja, wohl doch. So, das weg. Und das auch weg. Und was sagt die jetzt? 78% voll. Das dauert also noch ewig. Die kann ich jetzt endlich verschieben. Die kommt dahin. So, und dann Räumung beendet und es geht weiter. Was ist das? Eine Arztpraxis, die müssen wir auch verschieben. Geht die dahin? Nö. Würde die dahin gehen, ne? Ich glaube, da würde die mich stören. So. Wir haben schon mal Platz geschaffen, das ist schon mal was, oder? Und ja, müssen wir warten, bis hier diese Mülldeponien leer werden. Dafür lasse ich es mal schneller laufen. Ja, aber für die Runde soll es erst wieder reichen. Nächstes Mal würde ich sagen, machen wir die Busgeschichte erst weiter.
Wenn der Bus dann wieder fährt, dann ist alles gut. Nein, ist es nicht. Dann, aber den Bus lassen wir fahren. Und in der Zeit wird ja hier die Mülldeponie leer und dann verschieben wir die und dann gucken wir zu, dass wir hier das Dreieck dahin kriegen, ne? Okay, dann würde ich erstmal sagen, soll's für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.